Und da sind wir auch schon in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich habe mich dafür entschieden, Grau zu nehmen. Wenn der alle ist, müssen wir auf jeden Fall mal ins Lehmbiom ein bisschen Lehm mitbringen. Ich weiß gar nicht, ob der Grau natürlich vorkommt. Das müssen wir dann mal rausfinden. Ja, ich weiß, hier ist eine Spinne unten drunter. Sollen auch große Fenster werden, große Räume, so habe ich mir das vorgestellt. Das schaut doch super aus. So. Ne, ein höher. Zack. Nein, ein höher. Zack. So können wir schon mal den Eingang hier gestalten. So. So. Wird das Gebäude etwas anders ausschauen, wie das Ratsgebäude. Ist vielleicht auch ein bisschen besser, wenn wir das so machen. Kommt wieder das Sprunghafte, da können wir den Baum ja so stehen lassen sogar. Das ist gut. Da können die Dorfwohner dann aber vorübergehend erstmal wieder hier oben drauf laufen. Da ist das Rätsel dann auch erstmal gelüftet. So, hier kommt dann so kleinere Fenster rein, wo man aber nicht rausgucken kann. Und mal hier ein Fenster langt, ja. Ein Fenster langt. So hohe Räume haben die ja auch gar nicht. Da ist dann hier oben, glaube ich, noch ein anderes Zimmer. Deswegen mache ich ouch, das mal so. Könnte ja sein, dass dort oben noch was anderes ist. Was ich aber schwer vermute. Hier ist auf jeden Fall noch ein Fenster. Ein bisschen haben wir ja noch. Gehe erstmal eine Runde rum. Wieder meine gruselige Playlist hier am Laufen. Hab die immer noch nicht getrennt. Ist eigentlich schon traurig, dass ich das noch nicht gemacht habe. So. Hey. Wir haben noch ein Stack. Alles gut. Alles super. So, so. Mit vielen Fenstern. Na, ja, das nützt uns hier sehr wenig, die Fenster. Aber man kann sie ja trotzdem einbauen. Weil hier schon zwei Fenster sind, würde ich den hier sogar wegnehmen. Ah ne, das ist hier. Das war nicht so geplant. So. So. Das große Springen. Auch die Einersprünge können irgendwann zum Verhängnis werden. Kenne ich zu gut aus Adventure Maps, dass das der Fall ist. Und jetzt haben wir kein. Doch, haben wir noch. Ein Stack haben wir noch. Einen Stack haben wir noch. Einen können wir noch.
So, zwei nach oben. Zack. Das Mittelstück hier, ich weiß nicht, ob ich das so lasse, wie ich es jetzt habe. Kommt ein Fenster rein, ne? Ja. Hier nicht. Genau. Müssen wir mal gucken, wo hier ein Fenster hinkommt. Ich glaube, hier kommt auch noch eins hin. Ja. Hier unten nicht. Dann hier. Oder? Jo. Hier nicht. Hier schon. Das wird einfach nur hochgezogen. Wand auf Wand, da lohnt sich kein Fenster. Achso, leben es alle. Alles klar. Da leben es alle, meine lieben Freunde. Autsch. Boah, ich bin gleich tot. Nur was essen. So, gucken wir uns das Resultat doch mal an. Ja, das schaut gut aus, wenn wir den Rahmen dann rum haben. Das schaut super aus. Etwas dunkler, aber es ist ja auch ein anderes Gebäude. Wenn ich jetzt schon auf meinem Prömpel hier stehe, ist der schon ein bisschen zu klein dafür. Mach da mal hier ein kleines Foto und auch von hier drüben. Zack. Super. Na, meine lieben Freunde, würde ich sagen, Zeit haben wir noch ein bisschen. Das ist ein Eisenhoe. Ich würde sagen, ab zum Hafen Wattung. Und ab ins Lehmbiom. Hier müssen wir lang. Hier müssen wir lang. Ich möchte da unbedingt mal wissen. Bett haben wir mit. Sehr gut. Wir essen mal noch was. Hafen wird auch später weitergebaut. So viele Baustellen, die wir hier haben. So, jetzt sind meine Wartungen hier. Haben wir das schon geupdatet? Ja. So, müssen auf dieses Schiff hier einmal drehen, zweimal drehen auf die liebe Sunny. Und die Sunny bringt das in den Tafelbergen, zack, zerab. Und da wurde schon ein bisschen was abgebaut. Von lieben Fasgard. Von Thjorgrim. Braun, hellgrau, weiß. Orangene, upsala, gebrannter Ton, gelbe, brauner. Ich frag mal den Thjorgrim, ob ich mir hier draus was nehmen darf. Sonst baue ich mir meinen eigenen hier ab. Also, wie ich sehe, gibt es hier nur den hellgrauen, den dunkelgrauen gibt es hier gar nicht. Deswegen ist das ein bisschen schwierig jetzt. Oh, guckt euch mal diesen wunderschönen Berg an. Willkommen im Lehmbiom, sage ich da bloß. Ist ein bisschen zerklüfteter, wie manch anderer denkt. Weil hier wurde schon ordentlich abgebaut. Wir hatten zwar mal gesagt, dass man hier ein bisschen Platz lassen soll zum Boot. Aber das ist jetzt dann zu spät. So, hier hatten dann ich schon angefangen, ein bisschen was abzuholzen. Jo. Würde ich sagen, wir schnappen uns mal den Hügel da. Zack. Den Hügel. Und tun den mal abfällen. Sind wir alleine? Wir sind noch alleine. Zack. Und den machen wir jetzt mal hier platt.
Das hätte ich vielleicht eher wissen sollen, dass hier unten drunter eine Höhle ist. Beziehungsweise ein See. Aber wir machen dann trotzdem platt. Das ist dann die Fata Morgana von der anderen Seite, sozusagen. Es ist gleich aber Nacht, da müssen wir erstmal schlafen, bevor die Monster hier kommen. Obwohl, wir sind ja weit genug weg von allen Dörfern. Da können wir auch mal hier ein paar Monster verklopfen. Wenn man weit genug von den Ortschaften weg ist, kann man ja auch mal ein bisschen was rumprobieren. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier in der Umgebung ein Dorf ist. Das nächste Dorf ist hier unten. Können wir auch aufbleiben. Meine lieben Freunde, bis zur nächsten Folge. Da tun wir mal ein bisschen Monster verklopfen. Bis dahin. Ciao, ciao.